Mal sehen, ob noch mehr dazu kommt. Hopp und zack, ja, sehr gut. So. Das wird dich lehren zu stehlen. Tada, tada, tada. Nervt mich nicht. Achso, da ist ja noch mehr. Sorry. Was, noch mehr? Jetzt reicht's aber, oder? Oh, heute ist Fortuna auf meiner Seite. Nur Gott allein weiß, was diese Männer mit mir anstellen wollten. Ein Glück, dass ihr rechtzeitig einschreiten konntet, Fremder. Mein Gatte wird von eurem Mut erfahren. Kein Problem. Dafür bin ich hier. Wie bereits gesagt, ein Mann des Volkes. Das sind Assassinen, glaube ich. Also ich würde echt sagen, dass Assassinen das generell sind. Menschen des Volkes. Was? Wer hat jemanden getötet? Also ich war das nicht. Ich weiß gar nicht, was ihr wollt. Ich war es nicht. Ich habe gar nichts getan. Hopp, hopp. Wir machen erst noch den Bürger und dann den Rest, also den Bogenschützen. Das wird dich lehren zu stehlen. Au. So, das wäre Nummer 1 gewesen, den wir jetzt getötet haben. Eine Schlacht, die ich nicht gewinnen kann. Ich kann jede Schlacht gewinnen, Kollege. Besonders gegen solche Waschlappen wie euch. Hör ich das doch mal an. Ich brauche ja nicht mal Kont auf. Jetzt wird es natürlich schwieriger. Gegen die Kollegen wird das schon auf jeden Fall schwieriger. Au, 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 au. Das habe ich nicht vorhergesehen. So, du wärst erledigt. Ich habe doch gesagt, den mache ich fertig. Gibt es nicht auch einen Konter? So. Gar nichts Gutes. Okay, gut, dass ich mich hier jetzt aus Versehen auf die Bank gesetzt habe. Und jetzt noch zur Herausforderung da oben hin und dann schauen wir weiter. Wo ist der denn? Was? Gut, dass ihr gekommen seid. Ich brauche eure Hilfe. Zu viele Bogenschützen, das erschwert mir meine Arbeit. Tötet sie. Sie alle. Und ich kann euch vielleicht bei eurem Kampf gegen diesen verrückten Doktor helfen. Aber vergesst nicht, dass ihr dabei nicht gesehen werden dürft. Sollte man euch entdecken und den Alarm auslösen, so müsst ihr wieder von vorne anfangen. Okay, das stellt also diese Schwierigkeit dar. Nein! Ich habe gedacht, ich hätte immer noch... Naja, ihr wisst ja, was ich... Ich dachte, ich hätte noch das wunderschöne... Die wunderschöne versteckte Klinge, ey. Okay. Au. Was ich tue? Ich versuche hier hochzukommen, verdammt! Warum geht das nicht? Sich ihn als ihren Erlöser zu erkennen.
Diese Männer führen das Böse in ihren Herzen. Und so schnell kommt man hier weiter. Seid gut gesprungen und jetzt muss ich nur noch hier von dieser Seite. Obwohl, nee, warte, der bewegt sich doch auch, oder? Ja. Er bewegt sich. Aber wo bewegst du dich jetzt hin? Hier in diese Richtung und ich mach dich kalt. Sehr gut. Alle Bogenschützen heimlich ausgeschaltet. Ich bin ja auch alter ihr. Ich werde nie mit diesem Unsinn aufhören, weil es kein Unsinn ist. So. Punkt aus Schlussstrich. Gut gemacht, Altair. Jetzt kann ich wieder meiner Arbeit nachgehen. Nehmt dies. Es ist ein Auftrag für Reparaturen in Garniers Hospital. Vielleicht nützt es euch. Das dürfte doch helfen. Das dürfte doch helfen. Karte, die die Leuchter und Patienten in der Festung zeigt. Das dürfte doch auf jeden Fall sehr praktisch sein. Okay. Und jetzt ab zu unserem Kontaktmann hier in Akkon. Ah. Guter Herr, ich bin nur ein alter Mann. Vorsicht, er wird sich noch verletzen. Entschuldigung. Ach Gott, jetzt bin ich sogar zu blöd, hier allein schon hier hoch zu klettern. In Ordnung. Ich sage mal guten Tag. Ah, Altair. Ein Vögelchen hatte mir euren Besuch angekündigt. Al-Mualem hat die Hinrichtung von Garnier von Nablus angeordnet. Der Großmeister des Hospitaliterordens? Eben jener. Und ich weiß bereits, wann und wo ich zuschlagen werde. Dann teilt euer Wissen mit mir. Er lebt und arbeitet im Hospital seines Ordens, nordwestlich von hier. Es geht das Wort von Gräueltaten, die hinter seinen Mauern verübt werden. Der gute Arzt scheint Freude an Experimenten mit unschuldigen Bürgern zu haben. Die meisten wurden in Jerusalem entführt und hierher gebracht. Wie gerissen. Durch die Entführung seiner Opfer in anderen Städten erregt er hier weniger Aufsehen. Aber zurück zum Thema. Wie ist euer Plan? Garnier bleibt meist in seinem Quartier im Hospital. Obwohl er es manches Mal verlässt, um seine Patienten zu besuchen. Bei einem dieser Rundgänge werde ich zuschlagen. Offenbar habt ihr euch bereits Gedanken gemacht. Ich gebe euch freie Hand. Danke. Entfernt diesen Schandfleck aus Akkon, Altair. Vielleicht reinigt das auch euch. Ruht euch hier aus, bis ihr bereit seid. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Erinnerung vorspulen. Schön, schön. Puh. Garnier vergisst die Welt um sich herum, wenn er seine Patienten behandelt. Das ist der richtige Zeitpunkt. Na dann, los geht's. Dann müssen wir jetzt nur warten, bis er seine Patienten behandelt und dann geht's hier aber ab. So, versteckte Klänge ist halt tief. Ich hoffe, ich bekomme jetzt hier mal einen guten Kill hin, mal ein gutes Attentat. Nun, warum? Habt ihr das gesehen? Man darf ganz schön gespannt sein. Auf jeden Fall werden wir einen weiteren Templer töten. Ich denke mal, dass er mit einem zu den Templern gehört. So kommt mir das jedenfalls vor. Alle, die wir töten, haben meiner Meinung nach irgendeine Verbindung zu den Templern. Von daher ist es doch besser, wenn wir alles schön fein säuberlich erledigen und somit auch wissen, was die noch wollen. Ich sehe schon, was wir hier machen müssen. Und untertauchen und rein hier. Es ist wichtig, dass wir so hier reinkommen, denn wir wissen ja, Gelehrte dürfen ja durch die Gänge gehen. So, wer ist das? Nein, Hilfe! Helft
Was zur Hölle? Da ist er ja. Genug, mein Sohn. Ich bat euch, den Patienten zu holen, nicht ihn zu töten. Na, na. Alles wird wieder. Nein. Gebt Nein. mir eure Hand. Rührt mich nicht an. Nie wieder. Überwindet eure Furcht, sonst kann ich nicht helfen. Mir helfen? So wie ihr den anderen helft? Ihr habt ihnen die Seelen geraubt. Ich hab's gesehen. Aber meine nicht. Nein, meine kriegt ihr nicht. Ah. Reißt euch zusammen. Glaubt ihr, das gefällt mir? Glaubt ihr, ich möchte euch wehtun? Aber ihr lasst mir keine Wahl. Jedes freundliche Wort begleitet von einem Hieb. Alles nur Lug und Trug. Er wird nicht ruhen, bevor sich alle vor ihm beugen. Das hättet ihr besser nicht getan. Bringt ihn in sein Quartier. Ich folge euch, wenn ich hier fertig bin. Ich bleibe nicht hier. Ich werde wieder entfliehen. Nein, wohl kaum. Brecht ihm die Beine, alle beide. Oh nein. Oh verdammt. Es tut mir so leid. Habt ihr Leute nichts Besseres zu tun? Müssen wir nur irgendwie da reinkommen. Und dass wir hier wieder gelehrt haben. Alter, den Typ müssen wir töten. Der ist ja unterste Schublade. Aber das konnte man sich ja schon denken. Ihr habt mir die Beine gebrochen. Nur zu eurem Besten. Ihr wolltet fliehen? Vor wem? Vor mir selbst. Eines Tages werdet ihr darüber lachen. Da ist er. Das bezweifle ich. Also geht es heute besser? Das wollte ich nur euch helfen. Nein, ihr wollt mich quälen. Verdammt nochmal, dieser Typ, der dabei stand. Dieser Lackaffe. Mann. Psychisch nicht mehr ganz auf der Höhe. Der Mann. Das verhindert jetzt, dass wir hier den so schnell töten könnten. Aber jetzt gleich haben wir den richtigen Zeitpunkt. Moment, wir warten, bis er bei dem nächsten seiner Leute ist, seiner Patienten, und dann schlagen wir zu. Verdammt nochmal! Es gibt es doch nicht! Ich glaube es nicht. Ich glaube es einfach nicht. Ich wurde behindert wegen einem von diesen psychisch nicht mehr so hohen Typen. Ich kann es einfach nicht fassen. Haltet die Schnauze. Meine Güte, das regt mich jetzt schon wieder aus. Ich werde jetzt Frieden finden, nicht? Der endlose Schlaf ruft nach mir. Aber bevor ich meine Augen schließe, muss ich wissen, was wird aus meinen Kindern? Ihr meint die Leute, die ihr in grausamen Experimenten quält? Sie werden frei sein und heimkehren können. Heim? Welches Heim? Die Freudenhäuser? Die Gosse? Die Kerker, woraus sie geholt wurden? Ihr habt sie gegen ihren Willen geholt. Ja, was von ihrem Willen noch übrig war? Seid ihr wirklich so naiv? Lasst ihr einem Kind jeden Wunsch, nur weil es weint? Vater, ich möchte mit dem Feuer spielen. Was würdet ihr sagen, wie du wünschst? Aber dann sei ich schuld an seinen Verbrennungen. Es sind keine Kinder, sondern ausgewachsene Männer und Frauen. Körperlich vielleicht, aber nicht im Geiste.
Und das ist das Leiden, das ich heilen wollte. Ich gestehe, ohne das Artefakt, welches ihr uns gestohlen habt, komme ich nur schwer voran. Aber es gibt Mixturen und Elixiere. Meine Wachen sind der Beweis. Auch sie waren dem Wahn verfallen, bevor ich sie fand und aus den Kerkern ihrer Umnachtung befreite. Und nach meinem Tod werden sie wieder toll. Ihr glaubt wahrlich, ihnen zu helfen? Ich glaube es nicht nur. Ich weiß es sogar. So eine Schande. Ich sah, was er getan hat und ihr werdet nicht davonkommen. Wachen! So, Stadtalarm ist ausgelöst. Das hätte so schön laufen können. Also ehrlich, das hätte so schön laufen können. Das ist schon wieder unglaublich. Und das nur wegen diesen Leuten, die von ihm schon behandelt wurden und so somit eigentlich dafür gesorgt haben, dass er noch lebt. Ah, da haben sie mich erwischt. Schnell weg!